Test Nummer 2, einbeinige Kniebeugen. Für diesen Test brauchst du ein ganz normales Kissen oder ein Sideboard oder einen Tisch oder irgendetwas anderes, an dem du dich festhalten kannst. Du hast gleich für diesen Test auch wieder 60 Sekunden Zeit. In der Zeit probierst du so viele Wiederholungen zu machen, wie du eben schaffst. Ich mache es einmal korrekt vor, wie die Übung aussehen soll. Kissen bitte einfach auf den Boden werfen. Großen Schritt mit dem linken Bein nach vorne machen. Das rechte Knie wird abgestützt auf den Boden. Du hältst dich ganz leicht an dem Sideboard fest. Wichtig ist, dass du dich da gleich nicht mit der Hand hochdrückst, sondern nur zur Stabilisierung den Tisch, das Sideboard benutzt. Jetzt den Oberkörper einmal aufrichten und das ganz wichtig, das vordere Knie bleibt auf Höhe der Ferse. Das heißt, es schiebt nicht nach vorne, sondern das bleibt die ganze Zeit hier und das hintere Bein geht im Prinzip runter und hoch. Runter und hoch. Immer so, dass du das Kissen ganz leicht berührst. Oberkörper aufrichten, Blick nach vorne und schön in 60 Sekunden so viele Wiederholungen versuchen, wie du schaffst. Wenn du Schmerzen hast, im Knie irgendwas wehtut, brichst du den Test natürlich ab. Wenn du nach 30 Sekunden das Gefühl hast, du kannst nicht mehr, als Beispiel, kurze Pause, dann wieder in die Position. Wieder runter, hoch und probier so viele Wiederholungen wie gehen. Guck, dass du wirklich runter und ganz hoch wieder kommst. Runter, hoch. Das hintere Bein wird wieder gestreckt. Nach 60 Sekunden, wenn du fertig bist, hast du 60 Sekunden Pause und anschließend dann natürlich die andere Seite. Rechte Bein nach vorne, links wird hinten abgelegt und genau das gleiche. Runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Gleicher Ablauf, beide Seiten testen so viel Wiederholungen, wie du schaffst. Auf geht's!